Am Ende, finde ich, gibt es auch viele innovative Konzepte, leider wieder kaum in Deutschland, die anfangen, sich vielleicht mit der zweiten Ebene unseres öffentlichen Raums zu beschäftigen. Und wenn wir sehen momentan, wie Seilbahnsysteme in Südamerika quasi wirklich sich rasend fortsetzen, auch in Afrika und sonst wo, oder wenn wir sehen, dass auch momentan darüber nachgedacht wird, zum Beispiel alte U-Bahn-Tunnel auch anders zu nutzen. Ich habe gestern ein Konzept gesehen, quasi von solchen Travelators, wie sie am Flughafen verwendet werden, zum Beispiel auch da einzusetzen, dass sie quasi in Höchstgeschwindigkeit zu Fuß untenrum quasi dann sich bewegen können. Also auch da ist eigentlich sehr viel Innovation und Möglichkeit gegeben. Wenn Sie jetzt aber natürlich versuchen, in der Stadt Berlin jetzt kurz mal eine Seilbahn umzusetzen, dann fahren Sie gegen die Wand. Das heißt, auch hier haben wir wiederum das Problem, dass wir so eingefahren sind, aus meiner Sicht, in der Festlegung der vorhanden zu seienden Lösungen, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken, was noch möglich ist. Und hier behaupte ich, dass durchaus andere Regionen dieser Erde schneller sind, innovativer sind, solche Sachen umzusetzen und da auch sehr erfolgreich sind. Ich weiß, dass sich manche Städte in Deutschland schon damit auseinandersetzen, gerade mit dem Thema Seilbahnsysteme, und das finde ich spannend. Allein zu überlegen oder zu sehen, wie wenig Ressourcen verbraucht werden, wenn Sie jetzt entweder einen Tunnel graben für viele Millionen Euro pro Kilometer oder quasi ein dünnes Seil spannen mit punktuellen Abstützungen. Dann ist eigentlich für den normal denkenden Menschen schon ersichtlich, dass da eine Effizienz da ist, die man bisher nicht berücksichtigt hat.